Haben wir uns eigentlich schon mal bei euch für eure Kommentare bedankt? Ich denke jedenfalls nicht genug, denn ihr habt immer wertvolle Einwürfe, Ideen und Beiträge in den Kommentaren, von denen wir noch nichts wussten. Und das zu recherchieren und ein Video draus zu basteln, macht einfach unglaublich Bock. Wenn ihr übrigens eure Wunschspiele zum günstigsten Preis kaufen wollt, dann besucht unseren Kooperationspartner Instant Gaming. Da bekommt ihr die besten PC-, Mac- und Konsolenspiele mit bis zu 70% Rabatt. Wir packen euch den Link in die Videobeschreibung. Quake 4 zum Beispiel kriegt ihr da momentan für nur 2,89 Euro und Silent Hill Homecoming für 4,99 €. Über beide Spiele sprechen wir heute. Dann legen wir mal direkt los mit unsäglichen Zensuren in Videogames. Und hört bitte nie auf, in die Kommentare zu schreiben. Los geht's! Beginnen wir mal lustig, und zwar mit Satisfactory. In diesem Spiel lauern unzählige Spinnen auf uns, in Höhlen, im Dickicht oder hinter Felsen. Damit Spieler keinen Herzinfarkt von den achtbeinigen Monstern bekommen, gibt es einen Modus, in dem sie verwandelt werden können. Und zwar auf eine Weise, die nicht niedlicher sein könnte. In Satisfactory kannst du den Arachnophobie-Modus starten und die Spinnen werden durch Katzen ersetzt. Wir haben gelesen, dass unter den Entwicklern ebenfalls Arachnophobiker sind und die hielten es für eine gute Idee, diese Funktion einzubauen. Du musst nur im Hauptmenü zu Optionen gehen und dann auf Spielbarkeit. Der Arachnophobie-Modus erscheint dann unter der Auswahl der Sprache des Spiels. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass diese Katzen irgendwie komisch wirken und sich gleitend bewegen. Das liegt daran, dass die Spinnenanimation nur durch ein Katzenbild ersetzt wurde. Also sehen wir jetzt überall surfende und gleitende Kätzchen, die sich auf uns stürzen. Der Taser ist wohl die nützlichste Waffe, um diese pseudodämonischen Kreaturen loszuwerden. In Silent Hill Homecoming gibt es eine berüchtigte Szene, bei der sogar vielen eingefleischten Horrorgame-Fans mulmig wird. Alex Shepard wird von Richterin Holloway mit einem Akkubohrer angegriffen und das Blut spritzt. Alex ist an einen Stuhl festgebunden, während sich die Richterin mit der Bohrmaschine an seinem Bein zu schaffen macht. Schafft man es nicht, das Quicktime-Event zu gewinnen, stirbt Alex im Stuhl, während die Richterin noch triumphierend grinst. In der zensierten Version ist eine Art Sichtschutz vor der Bohrmaschine zu sehen. Man sieht quasi nur Holloway und den zappelnden Alex. In Australien wurde dem Titel die Freigabe verweigert. Daher bastelten die Entwickler nachträglich an dieser zensierten Version. Und genau das gleiche passierte in Deutschland. In beiden Ländern ist diese Akkubohrer-Sequenz nur zensiert zu sehen. Wurde das erste Quicktime-Event gewonnen, kommt die Richterin nochmal auf Alex zugerannt. Und dieses Mal gilt es, den Bohrer nicht in die Augen kommen zu lassen. Verliert man das Event, fährt Holloway Alex blutig ins Auge. Die deutsche Version blendet hier schwarz aus. Seit 2010 ist die unzensierte Version in Deutschland beschlagnahmt. Als 2017 Wolfenstein 2 in Deutschland rauskam, gab es einen Aufruhr unter Gamern. Denn die deutsche Version des Spiels war nur stark zensiert auf den Markt gekommen. Hitler wurde bei uns zu Herr Heiler, einem Mann, der wie Hitler aussah, dem sie aber nur den Bart abgenommen hatten. Und das fanden viele Gamer lächerlich. Zwischen der deutschen und amerikanischen Version des Spiels gibt es einige Unterschiede. Nicht nur der Name und der Bart wurden geändert, der Führer wurde nun als Kanzler angesprochen. Und das Wort Jude wurde in der deutschen Version zu Verräter. Auch wenn sich viele über die Zensur aufregten, gab es dafür natürlich Gründe. Die Darstellung von verfassungswidrigen Kennzeichen, darunter auch Porträts von Hitler und NS-Figuren, können strafbar sein. Spieleentwicklern ist es oft einfach zu riskant, vor Gericht dafür zu kämpfen, Hakenkreuze und andere NS-Symboliken in ihren Spielen darstellen zu dürfen. Ein Kommentar unter Gameplay fasst zusammen, was wohl viele Gamer über die deutsche Version denken. Habe zum Glück die UK-Version gespielt. Durch die Zensur der Sprache und die mittelmäßige Synchronisation wurde das Original ziemlich versaut. Joseph Blaskowitz. Ich könne Sie sein. 2003 erschien Command & Conquer Generals, ein Echtzeitstrategiespiel in 3D. Ursprünglich in Deutschland völlig unzensiert und mit einer Einstufung ab 16 Jahren. Doch kurz nach der Veröffentlichung wurde das Spiel von den deutschen Behörden indiziert, was bedeutete, dass es nicht offen verkauft werden konnte. Also entwickelten sie extra eine neue Version für den deutschen Markt. Und was sie sich dafür einfallen ließen, hört sich heute unglaublich an. Sie entfernten alle Zivilisten, wandelten Anthrax in Säure um und strichen sogar ganze Missionen. Das Erste aber war, dass sie, um offiziell keine Menschen zu verletzen, alle NPCs in Roboter umwandelten und Selbstmordattentäter wurden ersetzt mit Bomben auf Rädern. Doch es gibt gute Neuigkeiten. Command & Conquer kehrte 2020 als Remaster zurück und alle Zensuren sind Schnee von gestern.
Es gibt keine Roboter mehr und die deutsche Fassung erscheint ungeschnitten und unzensiert. Dazu gehört unter anderem das Intro, in dem Adolf Hitler getötet wird. Als Pokémon Platin rauskam, entfernten sie im Spiel alle Spielhallenautomaten, weil Glücksspiel erst ab 18 Jahren erlaubt sei. Das brachte einige Unterschiede für die europäische Version mit sich. Während in den USA vorerst keine Änderungen vorgenommen wurden, waren in der europäischen Version von Platin alle Automaten in den Spielecken unspielbar. Die Glücksspielautomaten funktionierten nicht mehr. In Pokémon Diamant und Perl konnten Gamer noch einarmiger Bandit spielen und so ihre Spielmünzen vervielfachen. In der europäischen Platin-Edition stehen zwar noch die Automaten, das Glücksspiel lässt sich aber nicht mehr starten. Grund für das Entfernen war der Jugendschutz. Die Automaten hätten einen unrealistischen Eindruck von Glücksspiel vermittelt. Während man im echten Leben auf lange Sicht mehr Verluste als Gewinne machen würde, war es in den Pokémon-Games umgekehrt. Das Glücksspiel war ein erfolgsversprechender Weg, um seine Spielmünzen zu vermehren. In der europäischen Version wurden noch weitere Änderungen vorgenommen. Das Schild am Casino-Gebäude fehlt und während es in der US-Version noch viel Glück heißt, steht dort in der europäischen Version sinngemäß: Dieser Platz hier ist unglaublich. In God of War Ascension, dem vierten Teil der God of War-Reihe, richtet Kratos wieder ein beispielloses Blutbad an. Und eine Szene war den deutschen Behörden dann doch zu brutal. Genau wie bei den ersten beiden Serienteilen wurde die europäische Version von God of War Ascension leicht zensiert. Nach einem Kampf gegen Castor und Pollux muss der Spieler zum verstümmelten Pollux gehen und diesen mit einem Tritt auf den Kopf töten. In der zensierten Version hält die Kamera dabei auf Kratos. Dieser Finisher-Move fehlt in der europäischen Version. Die Kamera dreht ab, aber die Geräusche sind auch in der europäischen Version noch zu hören. Dieser Typ aus Soldier of Fortune 2 explodiert nach einem Kopfschuss. Das kommt uns doch bekannt vor. Genau, wie in Command & Conquer wurden die Gegner hier, um sie zu entmenschlichen, in Roboter umgewandelt. In der deutschen Version. Bei allen Charakteren handelt es sich um Roboter und dementsprechend gibt es auch kein Blut, das spritzen könnte. Menschliche Schreie fehlen komplett. Die Getroffenen explodieren einfach. Und wenn du weiter draufhältst, explodieren sie auch ein zweites oder drittes Mal. Auch in der englischen Version mit Ländersperre fehlt das Blut. Aber es handelt sich bei den Gegnern wenigstens immer noch um Menschen. Soldier of Fortune 2 ist in der unzensierten Fassung vollgepackt mit explizit dargestellter Gewalt. Du konntest deinen Gegner zum Beispiel mit dem Messer so bearbeiten, dass er nach und nach Stücke von seinem Kopf verlor und das komplette Gehirn freilegen, das auch noch detailgenau zu sehen war. Quake 4 wird den meisten von euch ein Begriff sein. Und wenn nicht vom Durchspielen, dann aufgrund der legendären Strogifizierungsszene. In dieser blutigen Metzelszene wirst du in einer unglaublich schmerzhaft aussehenden Operation in einen Strog verwandelt. Einen perfekten Soldaten mit mehr Stärke und Angriffskraft, als ein Mensch sie je haben könnte. Doch diese Strogifizierungsszene ist in der deutschen Version zensiert. Im Gegensatz zur englischen Originalfassung fehlen Zwischensequenzen. Blut fließt gar nicht mehr, Leichen werden nicht zerstückelt und im Vergleich zum Original stehst du bei brutalen Szenen immer vor einer Stahlwand und siehst gar nichts mehr. Sogar der Koop-Modus fiel weg, das Xbox Live-Feature ebenfalls. Quake 4 ist echt ein Beispiel für ein gar nicht mal so altes Spiel, das schon krass geschnitten wurde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Lieblingsbeispiele für Zensur in die Kommentare, im guten wie im schlechten Sinn. Wir packen alles in Videos. Habt noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.